Steigen wir hier gleich ein mit so einer dramatischen Musik. Wir wollen ins Fort einbrechen und eine kleine Elfe retten. Und dafür kloppen wir uns jetzt hier durch. Aber erstmal ein Bombenleger. Lauf! Sehr schön. So lobe ich mir das. Ich möchte das. So. Oh, wollen wir mal fröhlich vor uns hinkloppen. Oh, wer ist das denn? Ein Eindringling! Los, alles hört auf mein Kommando. Ihr in die erste Reihe. Ich sichere von hinten. Bist du sicher? Eieiei, was ist denn hier los? Lass mich doch. Ich will. Oh, was ist das für ein Geräusch? Ein Wirbelsturm. Ein Wirbelstürmchen. Offenbar ist das ein Magier. Ah, da wirft einer mit Steinen. So, jetzt reicht's mir. Ich will nicht beworfen werden. Der blöde Wirbelsturm kommt nämlich auch nach oben. Hi, der folgt mir. Okay. Der folgt mir so richtig. Der kommt über dir. Ich brauche wieder einen Trank. Boah. Lauf! Mist! Beinahe hätte ich den Kerl gekriegt. Ich muss wieder hoch. Oh, da sind ja noch mehr. Oh, die bewerfen mich alle. So ein Mist. Los. Los, 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 los. Bevor es hier wieder... Genau. Runter mit dir. Lass mich in Ruhe. Oh, da kommt er. Schnell! Ich brauche wieder einen Trank. Mann! So ein Mist. So ein Mist. Und da oben sitzt er und feigst vor sich hin. Oh, guck mal. Ist der da eingesperrt? Der Wirbelsturm. Er kommt immer näher. So. Da sind immer... Ja. Du, dich meine ich. Du nervst so extrem. Oh, oh, oh. Hilfe. Ich muss wieder hoch. So. So ein Klacks. Nein. So, komm ran hier. Schön die Finger aufziehen. Stirb. Yes. Sehr gut. Ist der Wirbelsturm auch weg? Hallo, Fee. Mäuschen, warum sagst du nichts? Du wahre Held hast mein Leben gerettet. Wie kann ich dir nur meine Dankbarkeit zeigen? Auf jeden Fall musst du mein wertvollstes Werkzeug, meine Stimmgabel, als Geschenk annehmen. Und vielleicht kannst du auch mehr als ich mit dem Zauber anfangen, den ich Raga, dem Häuptling der Kobolde, heimlich geklaut habe. Es ist der sogenannte Wirbelsturm der Viper. Er hebt deine Gegner wie ein Wirbelsturm in die Lüfte, verwirrt ihnen die Sinne und vergiftet sie noch obendrein. Cool. Ziemlich gemein. Aber ich bin überzeugt, dass du ihn mit Bedacht einsetzen wirst. Nicht wahr? Ich will jetzt zurück ins Dorf. Alles klar. Ciao. Wir sehen uns. C'est la vie. Hau mal ab. Danke, Melvin. Du bist wirklich mein Lebensretter. Nimm mal das doch mit hier, das süße Vieh. Das ist doch ein Baby. So. Wollen wir... Hier ist doch noch einer. Ich weiß es doch. Ich höre den doch noch. Wo ist er? Oder gehört das zum Audio-Sample? Ich will wissen, ob ich da einen... Ich habe doch bestimmt einen übersehen. Oder? Nee, habe ich nicht? Ist ja verrückt. Nein, dann hauen wir mal... Ach, sieht auch echt fies aus, das Vieh. Was auch immer das da sein soll. Gehen wir mal wieder raus. So. Gehen wir hier nochmal lang. Hier waren wir noch nicht. Hier sind bestimmt noch ein paar Gegner, die ich noch nicht entdeckt habe. Oder? Oder nicht? Oder doch? Oder wie? Oder was? Hm. Kann man hier unten lang? Junge, mal hier unten war ich noch nicht. So.
Komm ich hier durch die Bäume durch? Schauen wir mal. Ich will mal wissen, ob ich da lang kann. Da längs muss ich. Oh, ich habe mich gerade ein bisschen vor dem Kaninchen erschrocken. Die Musik ist auch echt schön. So schön. So, so schön. So, nee, da kann ich nicht weiter. Okay. Es wurde mir versperrt. Und verwehrt. So, dann hauen wir einfach mal ab, weil die Musik, die geht mir jetzt langsam ein wenig auf den Geist. Fängt an, mich ein wenig zu stressen. Und wir haben ja hier alles erledigt. Oh, da ist eine Falle. Die wollen wir nicht auslösen. Können wir anders reinplumpsen. Das doofe Kaninchen, was mich erschreckt hat zum Beispiel. Nein, wir sind doch keine Kaninchenmörder. Wir wollen doch niemandem was anhängen. So, raus hier. Oh. Endlich. Na, Bromol, bist du stolz auf mich? Sag's nichts mal. Krieg nicht mal ein Dankeschön. Toll. Ja. Jetzt habe ich doch die Stimmgabel, oder? Da, ja. Und ein Zweig. Warum auch immer ich den Zweig brauche. Und ein nackter Kasper. So, gehen wir mal zurück. Holen uns das Dankeschön von der Sinewehr. Und dann geben wir mal die Stimmgabel zurück, die sie uns zwar als Geschenk gemacht hat, aber im Endeffekt geben wir sie ja ihrer Meisterin wieder. Also hat sie im Umkehrschluss die Stimmgabel dann irgendwann wieder. So ein ausgefuchstes Ding, das weiß sie doch. Das hat sie bestimmt gewusst, dass es so rum passiert. Weißt du? Geschenk machen und das wiederkriegen am Ende. So muss man es machen. Schlaues Ding. Die Gwen. So. Wo geht's hier links? Brücke. Ah, da müssen wir. Och, hier ist ja auch noch eine Falle. Ich will die aber nicht auslösen. Mal wieder nicht. Los, auf nach Zazazajilon. Ja. Hier war das doch, ne? Ja! Ja, 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 ja. Ja! Okay. Okay, okay. Mal gucken, was wir als nächstes dann noch für Aufgaben kriegen von der guten Sinewehr. Die sind ja hier ständig dabei, alles zu lösen. Die können nichts alleine. Die können sich nicht beschützen. Die können ihre Probleme nicht lösen. Die sind echt super aufgeschmissen die ganze Zeit. Nee, ich bin falsch. Oder doch, ich bin auf jeden Fall falsch. Gucken wir mal hier lang. Nee. Ich weiß doch gar nicht, wo lang. Hier war ich doch auch schon. Ach Mann. Oder? Nee, hier war ich noch nicht. Also jedenfalls nicht gerade eben. Hallo, Merina. Bist du hier? Merina ist natürlich nicht hier. Ah, ich bin ja auch wirklich nicht richtig. Da gehen wir mal rüber. Ich bin ja der Kerl mit den Wunderkäfern. Bin ich hier richtig? Ja. So. Junge Frau, bitteschön. Klasse, Malvin. Danke für mein Messer und die Stimmgabel. Jetzt kann ich neue Harfensaiten vorbereiten. Allerdings würde ich auch gerne Gwen einen herzlichen Empfang bereiten. Magst du nicht die neuen Harfensaiten nehmen und die Harfe an der Brücke für mich reparieren? Na klar. Ich bin sicher, das schaffst du auch noch. Ja, genau. Wenn man einen kleinen Finger hinhält, nimmt sie die ganze Hand. Ich habe das schon verstanden. Hafensaiten. Ja, da gehen wir auch gar nicht erst zur Sinewa zurück. Die sagt bestimmt nur, was machst du hier? Musst du nicht die Harfe reparieren? Marina hat dich doch drum gebeten, bla bla bla. Nein, hier lang. Ey, du stehst mir im Weg, junge Frau. Hübsche Fee. Zum Glück geht das Großpupsen relativ schnell wieder. So, war das das da unten? Nur dieses Geraschel. Wir folgen mal diesem Weg. Hier, wo eine Falle war. Wenn wir die Falle sehen, sind wir richtig. Ich sehe keine Falle. Ich sehe immer noch keine Falle. Sind wir richtig? Wir sind trotzdem richtig. Oder? Oder? Natürlich nicht richtig. War ja klar.
Ich habe es mir genau falsch rum gemerkt. Ich dachte, unten wäre die Brücke und rechts auf der Karte wäre die Lichtung. Aber so ist das nicht. Hier. Und da hinten ist die Falle. Dann gehen wir mal zum Joghurt-Troll. Entschuldigung, ich musste mich mal kurz richtig hinsetzen. Sonst geht's auf den Rücken. Ach ja, hier ist ja wieder die Falle. Auch eine Falle. So, noch eine Falle. Warum die direkt auf dem Weg ist. Das ist richtig perfide. Innerer Wald. Da haben wir es. So. Bitte Harfe. Ich habe die Harfe nicht nur repariert, sondern auch gestimmt. Wusste gar nicht, dass das so leicht ist. So, jetzt helft endlich auch mal. Ich kann nicht alles machen. Die Harfe funktioniert wieder. Sie ist sogar schon gestimmt. Endlich können wir wieder für Jakul den Brückentroll Harfe spielen. Die Harfe kann wieder gespielt werden. Ja, auf geht's. Ja, das hätte ich auch noch hingekriegt. Puff. Oh, jetzt ist er tot. Sehr gut. Ach, sein Mantel schwebt ja immer noch vor sich hin. So, was machen wir denn? Wir wollen mehr Schaden machen. Erhöht deine Lebenskraft. Wir können ja einmal ein bisschen mehr Lebenskraft uns gönnen und natürlich... Ah, ich finde, wir sollten mal wieder ein bisschen mehr auf Magie gehen. Ja, das klingt doch ganz gut. Da wird direkt gespeichert. Oh, da schläft er wie ein großes, haariges Baby. Ich habe ihn nur gestreichelt. So streichelt man. Ist hier irgendwas? Irgendwas Nettes für mich? Ein paar Bonbons oder so? Nein. Keine Bonbons. Schade. Dann gehen wir mal hier lang. Was erwartet uns da jetzt? Oh, Dunkelheit. Ich höre was. Ah, ich sehe was. Oh Gott. So wird man hier begrüßt. Hier sind doch auch noch... Ach, ich... Ja, ist ja gut. Ach, null. Toll. Ihr nervt mega. Da. Ich sag dir gleich da. Ich geb dir gleich da. Oh, da spuckt wieder was. Warum kann der da hochhüpfen? Ich kann das nicht. Wow. So. Wo ist der andere? Da ist der andere. Ist ja nett, dass er immer vorsagt. Und du, okay, es gibt's einfach nicht. Nicht höflich. Ja, Chris. Oh, ich kann da nicht rüber. Unverschämtheit. Ein großer Pilz und noch ein großer Pilz und noch ein großer Pilz. Und eine kleine Ruine. Wo bin ich hier denn überhaupt? Zeig doch mal. Oh, ist ja eine große Karte hier. Hm. Hier bin ich lang. Wo muss ich denn hin? Weiß das jemand? Ich höre rascheln. Es raschelt immer zu. Hier ist ein Frosch. Und hier ist ein Stück Weg. Das ist immer gut. Ah, eine Falle. Das ist immer schlecht. Höre ich eine Fee? Ah, genau, reingeflogen. Jetzt sah ich geflogen, nur weil ich die Fee gesehen habe. So, hi Fee. Sag, red doch mal mit mir. So nicht? Du hast eine Waffe? Oh, dann hilf mir bitte. Okay. Ich bin Sarina, die Gehilfin von Dahlia, der Meisterin des Frühlings. Ich hatte hier draußen im Wald zu tun und habe die Zeit ganz vergessen. Dann habe ich mich an einem Strauch verletzt und kann deshalb nicht fliegen. Ich sehe dich fliegen. Jetzt muss ich möglichst schnell zu meiner Meisterin zurück. Aber der Weg führt durch diesen Irrgarten, der voll von gemeinen Mantis ist. Bitte verjag sie für mich, damit ich endlich zurückkehren kann. Na gut. Das mache ich. Gerade so. Aber auch nur, weil ich auch selber durch muss. Durch den Irrgarten. Irgendwas bespuckt mich da wieder. Oh.
Uiuiui. Komm. Nein! Unfassbar. Immer dasselbe. Reden wir nicht drüber. So, wo lang geht's denn jetzt hier? Blöder Irrgarten. Ja, hier, du. So. So. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Ach, jetzt bin ich wieder draußen. Toll. Einfach den Krabbenviechern folgen. Wunderbar. Ist hier noch eins? Ja. Noch eins irgendwie? Ich würde einfach oben rechts jetzt nochmal lang gehen. Hier zum Beispiel. Ja. Ich fand, das war eine gute Idee. Hey, ich bin durch. Aber ich glaube, ich habe nicht alle Pflanzen, alle Mantis kaputt gemacht. Da ich höre. Ich höre dich doch. Und da sehe ich rechts auch noch eins. Ja, sehr gut. Was ist hier? Oh, ein Dorf. Das betreten wir gleich mal. Aber ich wollte hier noch mal kurz ein bisschen schnüffeln. Ja, weil da sind noch welche. Ich dachte es mir schon. Die krabbeln ja auch einfach hier durch die Gegend. Bleib doch mal stehen. Ja. Aua. Manu. Haben wir's? Hier. Haben wir natürlich nicht. Was soll's? Was sind das viele? Was wollen die vor allem hier in dem Ölgarten? Ist doch nichts Besonderes. Kein Futter, kein Spaß, keine Schokolade. Oh, das ist ja auch... Da ist ja immer noch eine. Ist ja durch den Ölgarten kommen, war super leicht. Aber die Viecher ausrotten ist es nicht. Entschuldigung, ich musste niesen. Oh, furchtbar. Da. Komm ran. Yes. Ich habe mich schon gefragt, wann wir wissen, ob der gereinigt ist oder nicht. Komm, du bist wirklich ein toller Kämpfer. Jetzt kann ich endlich zu Dahlia zurück und meine Wunden versorgen. Nimm diesen Kuss als Dank und pass gut auf dich auf. Und falls du meine Herrin Dahlia einmal besuchen solltest, da bin ich mir sicher, dass sie dir auch gerne einen Gefallen tun wird. Mehr als nur ein Kuss? Da bin ich ja gespannt. Gehen wir mal durch. Wir haben es ja schon geschafft. Wollen wir jetzt erst zu dem Dorf? Oder es waren noch zwei Ausgänge, ne? Habe ich doch richtig mitbekommen. Ja, da ist Dorf und hier ging es auch irgendwo lang. Was will ich denn zuerst? Guck mal, der Ausgang ist näher. Dann erkunden wir erstmal nochmal die Karte. Da geht's doch lang. Ich sehe es doch. Haha. Ich kenne den Trick bereits. Oh, warum wollte ich denn hierher? Ja, super. Warum schießen die Pflanzen eigentlich auf mich? Müssen die nicht auf alles abgehen? So. Jetzt geht's. Haschlik. Haschlik. Oh, ich könnte ja mal was ausprobieren, ne? Hä? Ach, ich habe den da hinten gezaubert. Das ist ja komisch. Ich versuch's nochmal. Ich will den mal sehen. Hey! Oh. Sehr nett. Und der hat Geld liegen lassen. Was ist denn das hier eigentlich? Irgendein Lager. Aber hier hinten ging es doch irgendwie weiter. Habe ich doch richtig... Ist das der eine Durchgang, durch den wir gekommen sind? Nee. Ach so, das ist einfach nur eine... Ach so, das ist wirklich eine Wand nur. Ja, ist ja gut. Dann nicht. Lass uns doch mal weitere Viecher schnetzeln. Oh. Ich will einen Viperstoß ausprobieren. Das ist cool. Yay. Oh, ich darf da selber nicht rein. Das ist ja super. Ja.
ich bin ganz schön verwundet. Geh weg! Der Zauber ist echt nett. So ein flächendeckender. So, du hier reicht. Haben wir hier alle? Oh, guck mal da oben. So. Aber da unten ist noch eine Pflanze. Wo ist sie? Ich sehe es nicht. Da unten? Da. Ah! Oh nein! Eine Pflanze. Eine Spuckpflanze. So, schau mal. Nein, ich wollte nicht ins Haus. Ich wollte mal hier lang gucken. Ach, du Heiliger. Ach, du Heiliger. Was ist denn das da? Ach, so ein, wie heißt denn das? So ein Lenkholz? Ich weiß nicht, wie das heißt. Oh, eine große Stadt. Toll. Ih, was ist denn das? Sieht ein bisschen giftig aus, oder? Ganz kleines bisschen giftig. Okay, sollen wir jetzt in die große Stadt oder lieber in die kleine? Ich bin ein wenig verwirrt. Ah, na toll. Das haben wir ja schon lange nicht mehr gehört. Ich bin am Überlegen. Ich glaube, ich gehe erst zu Amber, dann nach Yelon. Ja, das klingt gut. Ich glaube, so rum ist auch besser. Weil ich wette, die Amber schickt einen nach Yelon. Und wenn ich jetzt in Yelon schon war und die sagen, du musst zu Amber, dann raufe ich mir die Arschhaare. Und ich bin in die falsche Ecke gelaufen. Wie komme ich jetzt schon wieder zurück? Dort links, dort links, dort links. Ja. Hup, hup. Nein. Oh, schönes vergiftetes Wasser. Klasse. Ach. Oh. Brauche ich zwar gerade nicht, aber... So. Komisch, hier ist kein Kasper. Seltsam. Manu. Hier rum, ne? Und dann geht's jetzt da nach oben. War doch oben, oder? Ja. Auf geht's, auf geht's. Oh, schon wieder so eine. Diesmal ist er aber angezogen. Oh, so hübsch. Oh, ich würde sagen, in der nächsten Folge reden wir mal mit Dahlia, der Herrin des Frühlings. Bis dann!